Einsames Glück. Einsamkeit ist ein vielschichtiges Phänomen. Die Spannbreite reicht von der Klage des Vereinsamten über sein Schicksal bis hin zum Stoßseufzer eines Menschen bei der Ankunft an seinem Zufluchtsort. Endlich allein. Die Klage des unglücklichen Vereinsamten wurde oft musikalisch wirksam in Szene gesetzt. Das Wolga-Lied in Franz Lehars Operette Der Zarewitsch ist dafür ein anrührendes Beispiel. Allein, wieder allein, einsam wie immer, stimmt der Zarensohn gleich zu Beginn auf seine Situation als Wachsoldat an der Wolga ein. Niemand hört ihn, nichts in seiner Umgebung reagiert auf seine Not. Da wendet er sich an den unsichtbaren Gott im Himmel, als das einzige Wesen, das ihm vielleicht antwortet, wenn er es auf seine Verlassenheit aufmerksam macht. Hast du doch droben vergessen auf mich? Es sehnt doch mein Herz nach Liebe sich. Liebevolle Zuwendung fehlt dem Zaren und Gott könnte seiner Sehnsucht abhelfen. Du hast im Himmel viel Engel bei dir. Schick doch einen davon auch zu mir. Nicht mehr allein Wache schieben zu müssen, sondern in Gesellschaft eines ihm zugetanen überirdischen Geschöpfs würde die Einsamkeit erträglicher und das Leben unendlich leichter machen. Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts finden wir eine ähnliche Klage über die Einsamkeit in einem Lied wieder, das die damaligen Teenager zu Tränen rührte. Der kanadische Schlagerstar Paul Anka sang mit gebrochener Stimme »I'm just a lonely boy, lonely and blue, I'm all alone with nothing to do.« Obwohl er alles besitzt, was er begehrt, vermisst dieser traurige Junge »someone to love«. Wie der Zar möchte er lieben und geliebt werden, um der Trostlosigkeit seiner Existenz zu entgehen. Doch anders als der Zar wendet der Junge sich nicht an einen Gott, sondern an anonyme Menschen. Somebody, somebody please, und fleht sie an, ihm eine Gefährtin zu schicken, die den Schmerz des Alleinseins lindert. Rund 30 Jahre später konstatiert der deutsche Sänger Max Raabe in einem melancholischen Chanson die totale Gleichgültigkeit der Mitmenschen gegenüber seiner Person. »Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich«, singt er irritiert über das ständige Schweigen des Telefons. Ich frage mich, denkt gelegentlich jemand an mich? Dieser Einsame hat offenbar alle Außenkontakte verloren und nachdem auch die telefonischen Stimmen verstummt sind, fühlt er sich als Mensch ausgelöscht. Es ist, als ob es ihn gar nicht gäbe. Wer ungewollt einsam ist, sucht verzweifelt nach einem Ausweg aus seiner sozialen Isolation. Was ihm fehlt, ist die Kommunikation mit einem mitfühlenden Wesen, das Anteil nimmt an seinem Befinden und ihm günstigstenfalls sogar Liebe schenkt. Doch es gibt auch Menschen, die Einsamkeit geradezu suchen und in diesem Zustand geradezu glücklich sind. Diesem Bedürfnis nach Einsamkeit möchte ich im Folgenden nachgehen und fragen, woher eine solche positive Einstellung zur Einsamkeit kommt und welcher Menschentypus dafür aufgeschlossen ist. Ludwig Tieck, Dichter der Romantik, hat den Ausdruck Waldeinsamkeit geprägt. Der Wald steht für die Natur, die etwas Ursprüngliches, Lebendiges, Gewachsenes repräsentiert. Im Gegensatz zur Stadt als ein von Menschen künstlich hergestelltes Gebilde. Der Wald ermöglicht eine Besinnung auf sich selbst als ganzheitliches Wesen. Im Wald ist der Mensch frei. Ohne jeden Druck,
Und Goethe hat dies in seinem Gedicht Gefunden beispielhaft formuliert. Ich ging im Walde so für mich hin und nichts zu suchen. Das war mein Sinn. Dieses absichtslose Umherstreifen, das kein vorgegebenes Ziel hat, ist eine Bewegung, die alle Sinne belebt und vom Zwang befreit, irgendwohin hasten zu müssen. Zwar kennen wir eine ähnliche Art der Fortbewegung auch in der Stadt, etwa wenn wir einen Bummel durchs Städtchen machen und durch die Straßen schlendern. Obwohl auch das Bummeln und Schlendern absichtslos geschieht, also nicht zielgerichtet mit einem Einkauf oder einer Einkehr verbunden ist, scheint es unpassend, von Stadteinsamkeit zu sprechen. Der Verkehrslärm in der Stadt, die vorbeieilenden Menschen, vermitteln nicht jenes Gefühl von Lebendigkeit, das sich im Wald einstellt, in der Kommunikation mit rauschenden Blättern, unzähligen Gerüchen von Erde und Pflanzen, mit sanft schimmernden Tümpeln und den Stimmen der Tiere. Der Typus des Einsiedlers, der sich in den Wald zurückgezogen hat, um rundherum glücklich in Einklang mit der Natur zu leben, ohne Kontakt mit anderen Menschen und abgewandt vom Weltgeschehen insgesamt, hat die Einsamkeit zu seinem Lebensprinzip gemacht. Doch in der Realität ist der Einsiedler eher selten und in Reinform kaum anzutreffen. Vor allem in der Romantik diente er als Ideal, das die Vorzüge eines autarken, naturverbundenen Lebens ins Zentrum rückte. Bei Licht besehen ist diese Lebensform jedoch asozial und als solche nicht verallgemeinerungsfähig. Aber das Stichwort Waldeinsamkeit erinnert daran, dass Menschen hin und wieder Auszeiten brauchen, um Abstand zu gewinnen von den Zwängen des Alltags und sich auf sich selbst zu besinnen. Zweckfreie Tätigkeiten wie Spazierengehen oder wie man das früher nannte, Lustwandeln, sei es draußen in der freien Natur, sei es in Schlossgärten und Parkanlagen, wecken die Lebensgeister. Wir pflegen die auf diese Weise verbrachte Zeit als Muße zu bezeichnen. Selbstverordnete Einsamkeit schafft Raum für Müßiggang und eröffnet Spielräume für Kreativität. Drei Lebensformen, die Einsamkeit als eine notwendige Bedingung voraussetzen, möchte ich im Folgenden näher betrachten. Die ästhetische Lebensform, die philosophische und die religiöse. Ich beginne mit der ästhetischen Lebensform. Sie gehört zum Typus des künstlerisch Schaffenden. Schriftsteller, Komponisten, Maler, Erfinder und alle diejenigen jederlei Geschlechts, die zur kulturellen Vielfalt in unserer Lebenswelt beitragen. Die Fantasie ist das ästhetische Medium der kreativ Schaffenden. Fantasie übersteigt die Realität und setzt damit die Grenzen des alltäglichen, altgewohnten, Vertrauten außer Kraft. Die Fantasie lehrt uns, mit anderen Augen hinzuschauen, mit anderen Ohren zuzuhören, anders zu riechen, zu schmecken und zu fühlen. Fantasie macht einsam, eben weil sie die Sinne nicht auf die übliche Weise reagieren lässt, sondern sie auf etwas ganz Neues, so noch nicht Erlebtes, stößt. Goethe fasste diese Erfahrung lapidar so zusammen. Die Einsamkeit ist ungefähr das, was beim Essen der gute Appetit ist, das Wohlschmecken, das Innewerden des Genusses. Ohne diesen frisst man sich voll wie das Tier. Einsamkeit vereinzelt die Menschen. Denn Sehen, Hören, Riechen und Schmecken sind individuelle Erfahrungen, die nur ich für mich machen kann. Ich kann nicht stellvertretend für jemand anderen sehen und hören, geschweige denn riechen und schmecken. Die Intensität des Genusses ist je meine. Und selbst wenn man sich mit anderen darüber austauscht,
dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellt, ist der Genuss als solcher nicht übertragbar. Er schließt mich gewissermaßen in mich selbst ein. Die schöne neue Welt, die er mir eröffnet, teile ich mit niemand anderem. Dies scheint mir der Anknüpfungspunkt an das Verlangen nach Einsamkeit vieler künstlerisch Tätiger während ihrer Schaffensperioden zu sein. Sobald die Fantasie die Vorherrschaft übernimmt und mit ihren Visionen zu deren Gestaltung verlockt, entsteht das Bedürfnis nach Einsamkeit. Der Rückzug in die Schreibstube, das Tonstudio, das Atelier, die Werkstatt soll die Drähte zur Außenwelt kappen, alle möglichen Störfaktoren ausschalten und damit vor Ablenkungen schützen. In der selbstgewählten Isolation überlassen sich die ästhetischen Produzenten dem Spiel ihrer Fantasie. Bei der Umsetzung ihrer Visionen genießen sie ein einsames Glück, das vielleicht, wenn auch ganz entfernt, an den göttlichen Schöpfungsmythos in der Genesis des Alten Testaments erinnert, wo es heißt, Gott habe jeweils nach der Evaluierung des am Tag Vollbrachten gesagt, siehe, es war gut. Im Unterschied zum Einsiedler benötigt der Typus des Künstlers Einsamkeit nicht als Dauerzustand, sondern nur während seiner Schaffensperioden, in denen er einen inneren Dialog führt mit sich selbst, seinen kreativen Vorstellungen, der Art ihrer Realisierung und seinem Arbeitsmaterial auseinandersetzt. Ähnlich wie Gott begutachtet er die einzelnen Etappen der Entstehung des Kunstprodukts, nimmt Änderungen vor und Ergänzungen, bis er zufrieden ist mit dem Geschaffenen. Dieser Prozess verlangt höchste Konzentration und er kann jederzeit scheitern, wenn Teile oder sogar das Ganze nicht geglückt sind und wieder verworfen werden müssen. Hermann Hesse hat diesen Zwiespalt, der das Schaffen begleitet, in einem Gedicht beschrieben. Der Weg ist schwer, der Weg ist weit, doch kann ich nicht zurück. Wer einmal dein ist Einsamkeit, dem bist du Tod und Glück. Hat der Künstler sein Werk vollendet, gibt er seine Einsamkeit auf. Denn nun braucht er Publikum, das seine Bücher liest, seine Ausstellungen, Theaterführungen und Konzerte besucht und sich durch Applaus und Kritik dazu äußert. Indem er wieder an die Öffentlichkeit tritt, bekundet er Gesprächsbereitschaft, er lässt sich auch vermarkten und genießt die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, in der Hoffnung, dass sein persönliches, in der Einsamkeit zu sich selbst gesprochenes »Siehe, es war gut« von anderen bestätigt wird. Doch irgendwann will er wieder zurück in die Einsamkeit. Gehen wir weiter zum Philosophen, als zweitem Typus, dem Einsamkeit ein dringendes Bedürfnis ist. Im Unterschied zum ästhetisch orientierten Künstler steht für den klassischen Philosophen nicht die Fantasie als weltschöpferische Kraft im Fokus, sondern die theoretische und praktische Vernunft. Vernunft reflektiert und bedient sich dabei des Abstraktionsvermögens, um zu allgemeingültigen Erkenntnissen zu gelangen. Abstraktion führt von anschaulich Gegebenem zu Begriffen, die das Wesen der Dinge ausdrücken. Alles, was für den ästhetischen Typus im Zentrum steht, die Komposition des sinnlichen Materials, das seinerseits auf die Sinne zurückwirkt, alles das spielt für den Philosophen eine untergeordnete Rolle. Er möchte den rein geistigen Kern der Dinge herausstellen, herausschälen und mustert alles Besondere, Spezifische, Individuelle aus.
Um dies an einem simplen Beispiel zu illustrieren, nehmen wir das Gemälde einer prall gefüllten Obstschale, die verschiedene Früchte enthält, kunstvoll arrangiert und farbenprächtig wiedergegeben. Bei der Betrachtung fühlen sich alle Sinne angesprochen bis hin zum Tast- und Geschmackssinn, die dazu verleiten, sich eine der Früchte herausgreifen zu wollen, daran zu riechen und hineinzubeißen. Der Philosoph hingegen konzentriert sich auf das, was die Dinge, die er wahrnimmt, ihrem Wesen nach sind. Ihn interessieren nicht die Äpfel, Birnen und Weintrauben als solche, sondern er möchte ihr Allgemeines denkend konstruieren und in einem Begriff fassen. Das Allgemeine von Äpfeln, Birnen und Weintrauben wird im Begriff Obst ausgedrückt, der seinerseits weiter verallgemeinert werden kann, etwa wenn Obst als Lebensmittel definiert wird. Für die klassischen Metaphysiker, von Platon über Aristoteles bis hin zu Leibniz, war der Begriff des Seienden der Letztbegriff, auf den sich über verschiedene Zwischenbegriffe alles, was ist, zurückführen lässt. Man könnte das Verfahren der Abstraktion als Methode einer künstlich durch Reflexion erzeugten Vereinsamung der Welt inklusive des Menschen beschreiben. Die Vielfalt der konkreten Dinge wird immer weiter reduziert, bis am Ende ihr allgemeinstes Merkmal übrig bleibt, das ihnen allen zukommt. Wer über dessen Kenntnis verfügt, weiß Bescheid über das Weltall. Deshalb suchte Faust sein Leben lang nach einer Weltformel, die beinhaltet, was das Universum im Innersten zusammenhält. Der Vorteil des Abstraktionsverfahrens besteht darin, dass sich aus den Klassifikationen der Begriffe und ihren Vernetzungen untereinander ein System des Ganzen herstellen lässt, in dem alles und jedes seinen festen Ort hat. Man muss dann nicht mehr wie in vorphilosophischer, mythischer Zeit lange komplizierte Geschichten erzählen, um den Zusammenhang von Dingen und Ereignissen zu erklären. Es genügt, sich auf ihren Ort im System zu beschränken, um den Kern dessen, was man über sie sagen will, herauszuschälen. Die Logik bewirkt so eine Präzisierung und Ökonomisierung aller möglichen Aussagen über die Welt, indem sie den narrativen Überschuss als Quantité négligeable eliminiert. Vernunft und Logik als Instanzen für den Zugriff auf die Welt im Ganzen, als ein in sich strukturiertes, übersichtliches Gebilde, stellen die Instrumente zur Verknappung der Dinge und des über sie Sagbaren zur Verfügung. Die im Denkprozess herbeigeführte Vereinsamung von Welt in Concreto fällt all denen leichter, die sich schon im Leben darin eingeübt haben. Arthur Schopenhauer war ein Verfechter der Einsamkeit und plädierte für eine weitgehende Isolierung von den Mitmenschen. Nur wer Abstand halte von allem, was die große Masse denkt, fühlt und will, habe eine Chance, ein vollkommenes Selbst zu werden. Schopenhauer: Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange er allein ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, liebt auch nicht die Freiheit. Denn nur wenn man allein ist, ist man frei. Schopenhauer empfiehlt daher, sich möglichst früh an die Einsamkeit zu gewöhnen. Zitat: Ein Hauptstudium der Jugend sollte sein, die Einsamkeit ertragen zu lernen, weil sie eine Quelle des Glückes, der Gemütsruhe ist. Der gesellige Mensch sei moralisch schlecht und intellektuell stumpf, weil er anstatt selbst zu denken und zu urteilen, nur nachplappere, was die Mehrheit sagt. Der Ungesellige hingegen genieße seinen Hang
zu Absonderung und Einsamkeit, weil er dadurch völlig unabhängig werde und im Umgang mit sich selbst volle Autonomie über sein Leben gewinne. Der einsame Denker soll sich nach Schopenhauer davor hüten, Bilder der Fantasie als Orientierungshilfe zu entwerfen. Stattdessen solle er deutlich gedachte Begriffe entwickeln, die ihn davor bewahren, sich in Luftschlössern zu verlieren. Nur so erlange er jene innere Zufriedenheit und Seelenruhe, die allein glücklich machen. Nun räumt auch Schopenhauer ein, dass der Mensch sich seiner Herdentiernatur nicht vollständig entledigen kann. Schließlich sei er, um zu überleben, seit seiner Geburt von anderen Menschen abhängig und auf deren Hilfe angewiesen. Daher falle es nicht jedem leicht, sich aus dem Rudel zu lösen und den Schritt aus der Herde in die soziale Isolation zu wagen. Nur der erwachsene Mann, speziell der Philosoph, schaffe den Weg in die Einsamkeit. Für die anderen gibt es aus Schopenhauers Sicht jedoch auch eine mittlere Lebensform, die Einsamkeit ermöglicht, ohne ganz auf soziale Kontakte verzichten zu müssen. Als Analogie zieht er die Gesellschaft der Stachelschweine heran. Um sich vor Kälte zu schützen, suchen die Tiere die Wärme der anderen. Je näher sie zusammenrücken, desto schmerzhafter spüren sie allerdings im Kontakt mit den anderen deren Stacheln. So entfernen sie sich wieder voneinander, nur um wieder zusammenzustreben, sobald sie zu frieren beginnen. Die Kunst besteht nun darin, den richtigen Abstand zu finden, der ausreicht, um sowohl das Frieren als auch das Gestochenwerden zu vermeiden. Doch, so resümiert Schopenhauer, wer viel eigene innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben, noch zu empfangen. Friedrich Nietzsche war ein Anhänger Schopenhauers. Auch er pries die Einsamkeit als notwendiges Ingredienz einer philosophischen Lebensform. Allerdings plädierte er nicht für eine dauerhafte, sondern eine zeitlich begrenzte Abstinenz von den Mitmenschen. Nietzsches Kunstfigur Zarathustra erlebt das Glück der Einsamkeit an einem abgelegenen Ort im Hochgebirge. Gleich zu Beginn von Also sprach Zarathustra wird berichtet: Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 10 Jahre nicht müde. Die während dieser Zeit gewonnenen Einsichten verdankt er seiner Selbsterforschung und den damit verbundenen geistigen Anstrengungen. Einsamer, du gehst den Weg des Schaffenden. Einsamer, du gehst den Weg zu dir selber. In der Schrift Morgenröte fügt Nietzsche erläuternd hinzu, Einsamkeit sei notwendig, damit das Wasser aus dem Brunnen des Selbst ans Licht kommt. Eine gründliche Selbsterforschung, zu der ja schon der alte griechische Spruch »Erkenne dich selbst« am Apollo-Tempel in Delphi aufforderte, hat nichts mit einer Autobiografie zu tun. Zarathustra will nicht erzählend auflisten, was er bisher erlebt hat, sondern den Sinn seines Lebens herausfinden. Die Einsamkeit soll ihm helfen, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wozu er da ist. Er hat wichtige Gesprächspartner, die ihm bei seiner Sinnsuche behilflich sind. Die Sonne, die Natur und seine beiden Tiere, Adler und Schlange. Sie sprechen zu ihm vermittels ihrer Bewegungsmuster. Kreisförmige Abläufe als Indiz dafür, dass alles, was in den Werdensprozessen der Natur geschieht, seinen Antrieb in sich hat
und sich letztlich auch in sich selbst vollendet. Die Sonne erzeugt in ihren gleichförmigen Auf- und Untergängen Licht und Schatten. Der Adler kreist hoch oben in der Luft und die Schlange ringelt sich am Boden. Lauter Bewegungen, die sich nicht in einer linearen Unendlichkeit verlieren, sondern stets auf ihren Ausgangspunkt bezogen bleiben, der in der Sonne, dem Adler und der Schlange seinen unverrückbaren Ort hat. Zarathustra versteht, was die natürlichen Dinge ihm durch ihre Kreisbewegungen mitteilen. Er soll seinen persönlichen Sinn generieren, indem er sich eigene Ziele setzt und im Verlauf ihrer Umsetzung stets sich selbst als Motor des Geschehens im Blick behält. Zarathustra hat für die Sinngenerierung ein einprägsames Bild gefunden. Das Bild eines aus sich rollenden Rades. Das Rad rollt aus sich, also aus eigenem Antrieb und nicht infolge einer Fremdeinwirkung. Die Sinnerzeugung ist eine einsame Leistung, die individuell von mir und für mich erbracht wird. Die Rundheit des Rades verweist auf die Sinnfülle, die sich eingeschlossen in die Kreisform nicht verflüchtigt. Doch bleibt dieser Sinn nur in der fortgesetzten Bewegung des Rollens lebendig, als roter Faden durch ein geglücktes Leben. Anders als Schopenhauer, der zum Rückzug aus der Gesellschaft in die Einsamkeit rät, lässt Nietzsche Zarathustra aus seinem einsamen Leben wieder unter die Menschen zurückkehren, um sie dazu anzustiften, es einmal mit der philosophischen Lebensform des autonomen Individuums zu versuchen. Doch die breite Masse will davon nichts wissen. Niemand will allein sein. Glücklich sind die meisten nur, wenn sie unter sich sind und ihre Sinnrezepte für ein gutes Leben miteinander teilen. Zarathustra lässt sich nicht entmutigen. Und anstatt sich für eine Existenz am Rand der Gesellschaft nach Schopenhauers Muster der Stachelschweine zu entscheiden, hält er Ausschau nach Schülern, die sich der philosophischen Lebensform gegenüber aufgeschlossen zeigen. Sobald für ihn erkennbar ist, dass sie auf dem Sprung sind in die Lebensform des aus sich rollenden Rades, schickt er sie weg, damit sie ohne seine Unterstützung eigene Wege ihrer Sinnfindung erproben. Und Zarathustra zieht sich wieder eine Zeit lang in die Einsamkeit der Natur zurück, um seine Glücksspeicher neu zu füllen. Nach der ästhetischen und der philosophischen Lebensform möchte ich abschließend noch einen Blick auf die dritte Lebensform werfen, für die das Glück der Einsamkeit essentiell ist: die religiöse Lebensform. Der Mönch ist ein typischer Vertreter dieser Existenzweise. Lebt er allein, irgendwo in einer Klause, hat er viel gemeinsam mit dem Einsiedler, der sich von den Menschen in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Was den Mönch jedoch vom Einsiedler unterscheidet, ist die innige Beziehung zu Gott, die seinem Leben einen festen Sinn gibt. Zarathustra begegnet einem solchen Mönch, als er nach 10 in der Einsamkeit verbrachten Jahren vom Berg herabsteigt. Er trifft auf einen Greis, der gerade seine Hütte im Wald verlässt, um Wurzeln für seine Ernährung zu suchen. Es entspinnt sich ein kurzes Gespräch über den Grund für ihre jeweilige Einsamkeit. Während Zarathustra sagt, er liebe die Menschen und habe lange darüber nachgedacht, was er zu ihrem Glück beitragen könnte, erwidert der Mönch, die Menschen seien ihm zu unvollkommen, sie zu lieben würde ihn umbringen. Er liebe nur Gott und verbringe seine Tage mit Lobpreisungen Gottes. Ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich. Also lobe ich Gott, denn Gott
der mein Gott ist. Zarathustra zieht daraus den Schluss, dass ein Mönch wie dieser nie wirklich einsam ist, da er ständig mit seinem Gott kommuniziert und darin voll und ganz aufgeht, ohne je am Sinn seines Lebens zu zweifeln. In erweiterter Form wird diese Art zu leben in Klöstern und ähnlichen Einrichtungen praktiziert. Mönche und Nonnen üben sich in kollektiver Einsamkeit. Die räumliche Entfernung von der Gesellschaft, die spartanische Einrichtung der Zellen, die einfachen Mahlzeiten deuten darauf hin, dass sie als Gemeinschaft von Ordensbrüdern und Schwestern jegliche Ablenkung vermeiden wollen, um sich ganz ihrer spirituellen Berufung widmen zu können. In geteilter Einsamkeit verehren sie Gott, dessen Wort ihnen aus den heiligen Schriften vertraut ist. Ihr Glaube gibt ihnen die Kraft für ein enthaltsames Leben und ist zugleich eine Quelle jenes Glücks, das christlich als ewige Seligkeit bezeichnet wird. Wie es dem einzelnen Menschen gelingt, ein tragfähiges Gottesverhältnis herzustellen, hat Meister Eckhart, ein der mystischen Tradition zugerechneter Dominikanermönch, 13. bis 14. Jahrhundert, dargelegt. Er prägte das Wort Abgeschiedenheit als Ausdruck für den Rückzug in die Innerlichkeit, in welcher, so Eckhart, der Mensch ledig wird seiner selbst und aller Dinge. Abgeschiedenheit heißt vor allem Abstand von sich zu nehmen, alles zu verabschieden, was mir in meinem Leben je etwas bedeutet hat. Damit begebe ich mich in eine totale Einsamkeit meiner selbst, denn ich bin nichts mehr. Gerade dadurch aber mache ich mich nach Meister Eckhart empfänglich für Gott. Demut sei die Voraussetzung für das sich leer machen von allem, was einer ist, um gleichsam Platz zu schaffen für die Innerlichkeit Gottes, deren Fülle nicht nur den Verzicht auf das Selbstsein kompensiert, sondern den Abgeschiedenen Gott ähnlich macht. Ich zitiere Meister Eckhart: Je mehr der Mensch danach strebt, des göttlichen Einflusses empfänglich zu werden, desto seliger ist er. Meister Eckharts Begriff der Abgeschiedenheit scheint mir auf die radikalste Form von Einsamkeit abzuzielen, da sie die vollständige Selbstaufgabe des individuellen Menschen verlangt, seines Ich, seiner Geschichte, seiner persönlichen Wertüberzeugungen.